Servus und herzlich willkommen zur Sportarena. Wintersport macht heute einen Teil der Sendung aus. Wir werden ein Interview zeigen von Bodie Miller, dem US-Skistar, der jetzt in Sochi ja wahrscheinlich zum letzten Mal bei den Olympischen Spielen um Medaillen kämpft. 5 olympische Medaillen hat er ja schon. Mal schauen, ob noch welche dazukommen. Dann ist ein besonderer Wintersportler heute zu Gast, Martin Niefenegger aus Garmisch-Partenkirchen. Er war der erste Crashed-Ice-Weltmeister, fährt seine 5. Saison beim Crashed-Ice und ja, der Saisonstart, der war gerade in Helsinki. Martin wird mal berichten, wie es war und wir werden viel, viel Actionbilder zeigen. Dann werden wir einen Bericht zeigen über den Ball des Sports in Wiesbaden. Dort gab es vor 1800 Gästen eine kleine Überraschung des FC Bayern. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Und Hockey ist dann noch ein weiteres Thema. Der MSC München war im Halbfinale um die Hallenmeisterschaft, um die deutsche Meisterschaft. Dabei ist es dann aber auch geblieben bei dieser Halbfinalteilnahme. Und Rebecca Landshut und Elisabeth Kirschbaum sind nachher zu Gast. Und wir werden das Ganze noch ein bisschen aufarbeiten und natürlich schon einen Ausblick werfen auf die Feldsaison. Und den Anfang, den macht Bodie Miller, der Mann, der als der wildeste Skifahrer wahrscheinlich seit Jahren bekannt geworden ist. Mittlerweile ist er ruhiger geworden, hat Frau und Kind, aber in Sochi. Da will er es nochmal wissen. Und hier ist mal ein ausführliches Interview mit Bodie Miller. US-Skistar Bodie Miller, einer der erfolgreichsten Allrounder im Skiweltcup, 5-maliger Olympiamedaillengewinner und heißer Tipp für Sochi, wenn es um Gold geht. Die Olympischen Spiele in Sochi werden für jeden eine Herausforderung werden. Damit meine ich vor allem die Logistik, von den Apartments, in denen wir untergebracht sind, bis zum Skiraum. Wie ihr sehen könnt, ist hier mein Haus. Die Techniker sind gleich nebenan und der Lift ist dort. Das macht einen gewaltigen Unterschied, was Komfort und Zeit oder das allgemeine Wohlbefinden betrifft. In Sochi wird es das komplette Gegenteil sein. Die Wege sind weit, es wird viele Sicherheitschecks geben und die Skiräume sind auf einen Ort beschränkt. Dazu kommt das Wetter. Wir haben hier gerade ein Problem mit dem Wetter. Aber auch in Sochi wird das eine Herausforderung darstellen. Für mich ist das vielleicht sogar von Vorteil. Wir hatten in Vancouver ähnliche Verhältnisse. Ich habe da viel Erfahrung. Ich weiß, wann ich für ein Rennen bereit sein muss. Wenn es abgesagt wird, dann entspanne ich mich und bin am nächsten Tag abrufbereit. Ich denke, dass es mit der Zeit vor allem die jungen Fahrer auslaugen wird, wenn sie jeden Tag überbereit sind. Also ich glaube, das wird eine Herausforderung, aber es kommt mir zugute. Ich glaube, meine Ziele sind sehr hoch gesteckt, vor allem wenn man bedenkt, dass ich dieses Jahr noch kein Rennen gewonnen habe. Aber ich fahre in der Hoffnung dorthin, 4 Rennen gewinnen zu können. Riesenslalom, Super-G, Downhill und Kombination. Wir gehen jetzt gleich zum Slalom-Training. Das wäre dann die 5. Disziplin. Im Slalom habe ich noch keine Olympiamedaille und natürlich hätte ich gerne ein komplettes Set. Die Olympischen Spiele sind vor allem für uns Amerikaner der Höhepunkt des Sports. Wahrscheinlich ist das für jeden so. Beim normalen Weltcup ist das Fahrerfeld größer. Da sind die besten Fahrer aus der ganzen Welt dabei. Für Olympia muss man sich qualifizieren und nur die 4 Besten eines Landes haben Anspruch auf die Quotenplätze. Durch das kleinere Fahrerfeld ist es leichter, Olympia zu gewinnen als einen Weltcup. Aber die große Aufmerksamkeit, die Medien und die lange Vorbereitung machen die Olympischen Spiele für jeden zu einer ganz besonderen Sportveranstaltung, ähnlich wie das Rennen in Kitzbühel. Es steckt sehr viel Geschichte hinter Olympia. Es überwindet kulturelle Hürden, es verbindet Ideen und Kulturen aus aller Welt. All das macht es zu einer einzigartigen Sportveranstaltung, die für sich alleine steht. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Für Bodie Miller geht es jetzt nur noch um eins: Gas geben und Gold holen. Mit hohem Tempo, da ist auch der erste Gast des heutigen Abends immer unterwegs in der Eisbahn beim Crashed Ice. Er war der erste Crashed Ice Weltmeister und jetzt fährt er schon im 5. Jahr mit bei diesem Sport, von dem er gesagt wird, er ist der einzige neue Sport des neuen Jahrtausends. Herzlich willkommen, Martin Niefenegger. Servus, grüß dich. Ja, wenn du jetzt so ein bisschen das hörst, Olympische Spiele, Sochi, so ein bisschen, ich will nicht sagen neidisch, aber wehmütig, dass es Crashed Ice noch nicht geschafft hat. Ins olympische Programm? Ja, mit Sicherheit. Also ein weinendes Auge gibt es da auf jeden Fall, weil ich sage das mit Sicherheit von jedem Sportler, der versucht, seine Sportart relativ professionell auszuleben, glaube ich, ein extrem großer Traum ist, einmal bei Olympia dabei zu sein. Hast du mal was gehört, ob es da Bestrebungen gab? Weil es ist ja doch eine Sache, die wird jetzt international in vielen Ländern schon ausgetragen. Starterfeld setzt sich ja auch aus allen möglichen Herren Ländern zusammen. Also ich weiß nicht, woran es liegt, dass es gar nicht im Gespräch ist. Ja gut, ob es im Gespräch ist oder nicht, ich sage sowas, glaube ich, läuft eher im Hintergrund ab. Da kriegst du jetzt selber als Athlet relativ wenig mit, aber
wenn man sich anschaut, wie Bordercross, Skiercross, wie sie die Sportarten entwickelt haben, mittlerweile olympisch sind, glaube ich, gibt es die Möglichkeit mit Sicherheit oder eventuell eben auch zu den X-Games. Aber ja, wie gesagt, ich weiß da keine genaueren Details momentan und wird die Zukunft mit sich bringen, ob wir dazukehren oder nicht irgendwann. Gut, du bist ja im Alter mit 23, du könntest in 4 Jahren, wenn es vielleicht da mal reinrutscht als Demonstrationswettbewerb oder richtig rein, dann könntest du schon noch mitfahren, wenn du wolltest. Ja gut, also wenn ich mir anschaue, dass vor 2 Jahren der Älteste bis jetzt mit, glaube ich, 45 aufgehört hat, dann stehen die Chancen gut, sollten wir in 4 Jahren bei Olympia dabei sein, dass ich da noch mitfahren kann. Ja. Bist du jetzt einer schon der, ich will nicht sagen der Älteren, aber der Gestandenen in diesem Teilnehmerfeld? Ja gut, also ich denke, es sind vielleicht jetzt nur 2, 3 andere dabei, die mittlerweile so viel Rennen wie ich jetzt gefahren haben. Aber also da gibt es jedes Jahr wieder Überraschungen, die sofort von vorne dabei sind und eben auch dann die, sag ich mal, 15, 20 Leute, die eigentlich immer vorne mit dabei sind. Also es ist wirklich komplett gemischt. Der erste Tourstopp war in Helsinki. Ja. Da war es ein bisschen durcheinander. Da waren wirklich die vorn, die noch nicht so bekannt waren. Gab auch einen Überraschungssieger aus Österreich. Und du warst 13. am Ende. Bist du da abergläubisch? Kannst leben mit dem 13. Platz? Na, also abergläubisch bin ich eigentlich nicht. Aber ich sag, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit der Leistung, weil die Strecke war davor schon geöffnet als Trainingsstrecke. Und da waren ein Haufen, waren eine ganze Woche oben beim Trainieren, waren auch zum Schluss die meisten, die vor mir waren. Und von dem her, ich habe die Möglichkeit leider nicht gehabt, mir ist es zeitlich nicht hinausgegangen. Und von dem her sage ich, bin ich mit dem 13. Platz eigentlich relativ zufrieden. Wir schauen mal rein, erstmal mal sehen, wie es in Helsinki war. Dann kannst du auch mal ein bisschen was zur Strecke, zum Drumherum erzählen. Ja. Und dann gehen wir noch auf deinen Abschneiden dann auch noch mal einzeln drauf ein. Aber erstmal gucken wir Helsinki, wie es war. Der erste Stopp zur Ice Cross Downhill Weltmeisterschaft. Ja. 6.000 Leute waren da. Das ist mittlerweile für euch, glaube ich, normal, gell, so an Zuschauern. Also 6.000, muss man sagen, ist relativ wenig. Also wir haben in Quebec City oder St. Paul sind teilweise über 100.000 Zuschauer direkt an der Strecke. Ja, aber es war ein großer Unterschied, war da, dass die Strecke ziemlich kurz war. Es waren 250 Meter, glaube ich, umeinander nur. Normal sind wir bei über 500. War also da ziemlich schwer, nur jemanden zu überholen. Deswegen hast du am Start vorne dabei sein müssen, sonst war es meistens gegessen, wenn es krank geschmissen hat vor Ort. So, jetzt werden gleich mal ein paar Aufnahmen kommen, wo wir dich dann auch in Aktion sehen. Und dann kannst du auch schon mal ein bisschen zeigen oder sagen, was passiert ist. Und du bist dann gestürzt. Ich glaube, jetzt geht's los. Da kommst du hinten ums Eck. Ja, genau. Da habe ich eben zum Schluss dann, das war das Viertelfinale, schlechtere Gate gehabt von außen. Habe versucht, zum Schluss noch in die Kurve rein zu schneiden und bin dann scheinbar mit dem Äußeren, ich sehe den Lauf auch gerade zum ersten Mal, irgendwie am Fuß eingefädelt und dann hat es uns beide gelegt und der Vierte war der Lucky Loser eigentlich dann. Ja. Ist das sind Sachen, die du dich mittlerweile, ja, gewöhnen musst, weil das kann immer passieren. Also ein Sturz, dass du so stürzt oder dich einer mitreißt, das ist beim Crash ist ja normal. Also ich sag, vor allem bei schlechten Eisverhältnissen, wenn du auf Schnee arbeitest mit der Eisbahn, dann ist meistens ziemlich bucklig und dann ist er wirklich extrem anspruchsvoll, nur auf die Schlittschuhe zu stehen bei der hohen Geschwindigkeit, knapp 60 km/h. Und ja, dann ist das natürlich, sage ich, musst du damit leben können, wenn es die da irgendwo schmeißt oder wenn auch mal jemand in einer engen Kurve von dir von hinten reinfährt oder sowas. Also es gehört auf jeden Fall dazu und das ist natürlich ein Haufen Glückssache. Ist eigentlich was passiert? Hast du irgendwelche Prellungen und Wehwehchen mitgebracht? Mir ist bis jetzt, wie gesagt, also seit 5 Jahren noch nichts passiert, glücklicherweise. Aber man sieht es immer wieder, dass man letztes Jahr zum Beispiel sich ein paar Rippen gebrochen hat. Und ja, ich glaube, das gehört zu so einem Extremsportart dazu und mit dem, glaube ich, kommt aber, da kann man die meisten ziemlich gut zurecht, dass sie mit dem Risiko leben. Wie ist denn jetzt Helsinki als Austragungsort gewesen? Du hast gesagt, die Piste ist relativ kurz. Sprintstrecke hieß es ja auch mit diesen knapp 300 Metern. Das ist ja wirklich in 30 Sekunden ist ja so ein Lauf durch. Ja, Sprintstrecke würde ich jetzt nicht sagen, weil es war ziemlich kurz der Start zum Oschirm. Aber ja, es war auf jeden Fall extrem anspruchsvoll. Wie gesagt, du hast am Start vorne dabei sein müssen, sonst hast du keine Chance nicht gehabt, noch irgendwie vorne reinzufahren. Aber im Allgemeinen war Helsinki, sage ich mal, war eine tolle Erfahrung, Helsinki an sich zum sehen und war auf jeden Fall nicht so schlecht, das Rennen für einen Season-Opener. Das ist ja eine Bahn, die ein bisschen anders konzipiert ist. Ihr habt oft diese Bahnen, die auf reinen Gerüsten gebaut werden, mit Kühlmatten drunter, also die wirklich nur für dieses Event errichtet werden. Ja. Die Bahn, die ist fix, die steht dort. Die steht dort, ja. Also ich weiß nicht, wie lange es jetzt nach dem Rennen noch
die Strecke weiter stehen lassen, aber die war auf jeden Fall, ich glaube, einen Monat ungefähr war sie, bevor wir das Event drauf gehabt haben, offen, um einfach Amateuren oder sage ich mal oder neuen Sportlern, die sie mal mit dem Ganzen auseinandersetzen möchten, dass die einfach mal eine Möglichkeit haben, auf so eine Strecke drauf zu gehen und zum schauen, ob das was für die ist, damit du einfach mal ja, mehr Athleten einfach nur dazu kriegst und vielleicht auch mal eine zweite Serie, also eine Amateurserie oder sowas zum Entwickeln, mehr oder weniger. Ist es die erste fix installierte Bahn oder gibt es schon wirklich ein paar, von denen du weißt, Standorte, wo es immer, sag mal, während der Winterzeit dann so eine Crash-Eisbahn gibt, wo man trainieren kann? Also wir haben letztes Jahr mal in Arolo in der Schweiz haben eine Trainingsstrecke gehabt. Die war da, glaube ich, ja, fast 4 Monate gestanden. Die wollten es heuer wieder machen, aber die haben die Möglichkeit nicht gehabt, weil sie einfach erst gar keinen Schnee gehabt haben und jetzt haben sie so viel Schnee, dass sie damit nicht mehr zurechtkommen. Und ja, letztes Jahr in der Skihalle eben, wo wir auch das Event drauf gehabt haben in Holland, in Landgraaf, die ist auch davor, glaube ich, geöffnet gewesen, 1,5 Monate oder sowas. Was unterscheidet jetzt so eine Bahn von eben so einer auf Gerüst mit Kühlmatten etc.? Ja, der Unterschied ist einfach ganz klar, sind die Eisbedingungen, weil du auf einem Gerüstbau einfach alles viel ebener ist. Du kannst es da so bauen, wie du es eigentlich haben willst. Und auch wenn, sobald du auf ein Gelände gehst, wie eben eine Skipiste, musst du es zum größten Teil so nehmen, wie es ist. Oder musst halt auch damit leben, dass da zum Beispiel unten drunter der Schnee wegschmilzt, das Eis dadurch irgendwie bricht oder der Hang zum Schieben anfängt, wenn es warm wird. Und ja, darunter leiden eben das Eis einfach ein bisschen drunter. Aber ich sag, da sind zum Glück von AST sind da ziemlich gute Leute dabei, die es immer wieder recht gut in den Griff kriegen. Jetzt lass uns mal reinschauen in dem Lauf zum Viertelfinale, quasi ins Achtelfinale. Da hast du dich noch eine Runde weiter qualifiziert. Du hast mich vor der Sendung gesagt, ja, jetzt zeigst du immer nur die Sachen, wo ich rausfliege, so wie gerade eben. Na, wir haben auch Sachen, wo du mit durchkommst. Und da kannst du jetzt mal ein bisschen schauen. So, da am Start, Nummer 15 in Rot. Wie gesagt, da habe ich eben nur ein Startgate aus der Mitte gehabt. Von hier aus gesehen das dritte von links. Das war eigentlich ein relativ guter Startplatz noch. Und das wird man jetzt dann da, glaube ich, ziemlich deutlich sehen, dass es schwer zum Überholen von hinten war, wenn man nicht Erster oder Zweiter vom Start weg war. Genau. Eben, ja, in diese enge Linkskurve da, das war ziemlich ausschlaggebend, weil sich das danach dann noch etwas in die Länge gezogen hat. Von den Sprüngen her war eigentlich auch ziemlich wenig, das war der einzigste, der wo jetzt da oben gerade war. Und dann ist er eigentlich nur noch auf Tempo gegangen, Richtung Ziel runter. Und ja, wie gesagt, da sieht man es, der dritte hat es glaube ich ein paar Mal versucht, irgendwie sich an mir vorbei zum Schirm, aber es war relativ die richtige Möglichkeit zu überholen, gibt es dann gar nicht dabei. Gut, damit warst du eine Runde weiter, warst im Viertelfinale. Da kam dann allerdings das aus, haben wir ja gerade vorhin gesehen. Ja. Am Ende hat ein Österreicher gewonnen, Marco Dalago. Kanntest du den vorher schon? Ja, der war letztes Jahr schon dabei und der hat letztes Jahr in meinen Augen schon für einen Newcomer relativ gute Ergebnisse erzielt. Dem sein Bruder ist auch dabei, der war, glaube ich, im Halbfinale ist der, glaube ich, hinausgeflogen. Und die zwei, die haben im Sommer haben die mächtig trainiert. Die haben sich daheim, glaube ich, in Graz drunten im Wald so eine Holzbahn baut, wo sie mit Inlinern drauf trainiert haben und ja, das hat scheinbar ganz gut funktioniert, wenn ich mir anschaue, dass er da drum gewonnen hat jetzt. Sind die jetzt das europäische Ponton zu den Coxell-Brüdern aus Kanada? Kann man so sagen, auf jeden Fall. Also sie sind auf jeden Fall konkurrenzfähig, wie man so gesehen hat. Weil mit denen haben natürlich wieder viele gerechnet, dass die vorn sind. Der eine Kyle war ja auch schon Weltmeister. Ja. Und die hat es alle nach und nach auf dieser Strecke dann doch rausgedrückt. Ja, also da waren ein Haufen dabei, die wirklich auch gejammert haben mit der Strecke. Die sind, glaube ich, nicht so ganz damit zurechtgekommen. Also ich sage, ich bin da eigentlich, mir ist das immer relativ wurscht. Ich nehme es so, wie es ist und versuche das Beste draus zu machen. Aber da waren einige dabei, die waren nicht so ganz zufrieden damit. Auf dem zweiten Platz ist ein Deutscher gekommen, Fabian Melz. Habe ich zum ersten Mal von dem gehört, obwohl ich ja auch seit Jahren mir immer so diese Ergebnislisten einmal zu Gemüte führe. Der ist auch schon, glaube seit 2009 dabei. 2009 nicht, aber der ist 2011, wo wir das zweite Event in München gehabt haben, war der dabei. Und ich weiß jetzt gar nicht, dem seine Platzierung vor 2011 weiß ich nicht, aber 2012 und 2013 war der eigentlich auch, sage ich mal, ganz eine anständige Leistung gebracht auf jeden Fall. Er war letztes Jahr, glaube ich, bloß einen Platz im Weltranking hinter mir, also den hat man schon auch auf dem Schirm auf jeden Fall. Und dann verteilt sich so ein bisschen, wartet 7, 8 Deutsche so in diesem 64er-Feld da noch mit dabei. Ist es gut für eine Nation? Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, vor allem für eine Nation wie Deutschland jetzt, wo wir auch kein Event heuer in Deutschland haben.
ist mit Sicherheit ganz in Ordnung. Wenn du 7, 8 Athleten nur dabei hast am Samstag beim Main-Event, ist das, glaube ich, ganz in Ordnung. Ja, mal wieder kein Event. München war ja wieder im Gespräch, Heidelberg war im Gespräch. Beide Mal hat es nicht funktioniert. Ja, wie gesagt, also Red Bull Deutschland ist da, glaube ich, schon dran, dass sie schauen, mal wieder ein Rennen bei uns zum kriegen. Und die haben da heuer schon dran gearbeitet. Ich habe mir selber mit jemandem eine Location angeschaut in Heidelberg oben, die eigentlich ziemlich interessant gewesen wäre. Aber da sind dann, glaube ich, ja, haben irgendwann einmal die Naturschützer was dagegen gehabt, glaube ich. In Heidelberg, nicht in München. In Heidelberg, ja. In München, wo ist daran gescheitert? Der Olympiaberg war im Gespräch. Mei, was in München jetzt genau gescheitert ist, da möchte ich eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Also das müssen andere Leute entscheiden, ob da Rennen gefahren werden oder nicht. Und da werden wir auch nicht so mit Informationen versorgt, sage ich mal, dass wir da groß irgendwas drüber sagen können. Wie kombinierst du es jetzt? Du machst ja gerade Technikerschule in Augsburg und dann musst du natürlich zu den Renntermin, du musst auch recht viel Trainingszeit investieren. Wie funktioniert's? Ja, ich sage also mit der Schule, das funktioniert eigentlich ganz gut, obwohl dass wir jetzt mittlerweile langsam auf Prüfungen hingehen. Das muss ich jetzt selber irgendwie auf die Reihe kriegen, aber ich sage von der Schule her sind die eigentlich recht kooperativ, dass sie mir da freistellen. Ja. Bist du dann, ich will nicht sagen Star in der Schule, aber wissen die anderen, was du so machst nebenbei? Ja, ich hab schon ein bisschen lachen müssen, weil wir haben in der Klasse so einen Haufen aus München, die ich damals das Sonntag gesehen habe, wo ich gewonnen habe in München. Und bin halt dann reingegangen am ersten Schüler, mal zu einer Vorstellungsrunde gehabt, haben dann die meisten schon gesagt, ah, ja, habe ich schon mal gesehen irgendwo. Und was sagen die dann? Nehmen die dich als Sportler dann eher wahr, als einen positiv Verrückten oder? Ja, naja, also es geht immer relativ lustig bei uns zu. Ich bin letzte Woche mal als Fernstudent betitelt worden, weil ich so selten da bin im Winter, aber im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich so auf freundschaftlicher Basis auch relativ gut. 3 Rennen stehen noch aus. Ja. In St. Paul, dann Moskau und Quebec, das große Finale. Hast du selber gesagt, da sind über 100.000 Zuschauer. Moskau, klar, Sochi jetzt gerade, Russland ist im Gespräch, sei es Olympische Spiele, sei es aber oben die ganzen Rahmenbedingungen und was sonst noch so alles da passiert. Wie ist es in Moskau? Ihr wart vergangenes Jahr schon dort. Moskau waren wir schon mal, ja, genau. Und es war damals relativ schwierig von der Temperatur einfach her. Da hat es, wo wir drin waren, da waren es minus 28 Grad oder sowas. Und da ist es halt, das Extrem von Temperatur ist einfach auch schwer, kurz Eis zu produzieren. Aber für das war es eigentlich, sage ich mal, es war ein extrem interessantes Event und einfach einmal Russland an sich zum sehen, weil ich glaube nicht, dass ich, wenn ich nicht beim Crash Test dabei wäre, dass ich dann nochmal oder dass ich irgendwann mal nach Russland geflogen wäre. Wo wird das gemacht? Also die bauen ja nicht auf dem Roten Platz sowas auf. Nein, auf dem Roten Platz war es nicht. Ich glaube, da hätten irgendwelche Leute was dagegen, aber. Da hat schon ein Ski-Event gegeben. Also in der Nähe, direkt in der Nähe. Hat damals Felix Neureuther gewonnen. Das höre ich gerade zum ersten Mal, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wir waren da in so einem, so ein Park mit eben auch so ältere Gebäude, was sie eben da alles haben in Moskau und es war eigentlich von der Location her ganz interessant. Und haben die das angenommen? Hattet ihr Zuschauer? Ja, es war, also zuschauermäßig waren wir da eher so jetzt wie in Finnland, wie in Helsinki ungefähr letzte Woche, ein paar tausend Leute eben, aber ja, an was jetzt da gescheitert oder nicht gescheitert ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht hat es jetzt Bekanntheit bekommen, die ist ja sind vielleicht mehr, das wirst du ja sehen, wenn du vor Ort bist. Wie gesagt, also ich glaube, heuer sind wir mehr im Inneren von der Stadt von Moskau und ich glaube, es könnte mit Sicherheit sein, dass sich da heuer mehr Leute dafür interessieren. Ja. Wobei, du hast gesagt, in St. Paul hast du jetzt mal nachgeguckt, so Wetterbericht, wie es ausschaut. Da ist noch kälter. Da ist noch kälter, heuer, ja. Also da war es schon in den letzten Jahren immer kalt, aber nicht so kalt. Also ich habe heute mal nachgeschaut, die sagen für die nächsten Tage da minus 30, minus 35 Grad, also da wird es dann schon happiger. Aber das für den Laien klingt das so, als wenn im Eis dürfte es dann keine Probleme geben, wenn es so schön kalt ist. Ja, möchte man meinen, aber es ist auch, also das Extrem von Kälte ist auch wirklich überhaupt nicht gut, weil das Eis dann einfach auch aufspringt, springen dann komplette Scherben aus dem Eis raus und dann hast du ja, hast halt einfach andere Probleme mit dem Eis, als wie wenn es zu warm ist und dir schmilzt unter die Füße weg. Gibt es so einen Ort oder irgendeine Strecke, wo du sagst, die liegt dir besonders, da fährst du einfach am liebsten? Das ist ja auf jeden Fall Quebec City. Also da war ich jedes Jahr bis jetzt, wo ich da drin war, mindestens im Halbfinale. Da war meine schlechteste Platzierung, glaube ich, 6. bis jetzt. Und ja, da war ich schon ein bisschen verärgert heuer, dass sie die Strecke in Quebec diesmal woanders bauen. Zwar in Quebec City, aber nicht mehr an der gleichen Stelle, weil ja, die ist mir schon ziemlich gut gelingen. Kennen die Leute dich dort?
Weil hier in Deutschland bist du ja wahrscheinlich wirklich, sagen wir mal, ein Randsportler, der in Garmisch vielleicht bekannt ist, ja in Augsburg in der Schule dann vielleicht und in dem kleinen Kreis derer, die mitfahren. Aber wie ist es denn, wenn du nach Kanada kommst? Das ist eine Hochburg fürs Crash. Ja, ich sage, das Wetter in Kanada wird es natürlich auch von den Medien ziemlich gepusht. Also da ist das Wetter auf mehrere Sender, glaube ich, live im Fernsehen übertragen. Und also da ist der Andrang von den Medien um einiges größer als wie in Deutschland. Aber ja, ich denke, kennen mich mit Sicherheit einige da drüben, aber es gibt ja aus Kanada ziemlich gute Sportler, auf die natürlich auch ziemlich fixiert sind. Aber damals war ich ziemlich überrascht, dass Holländer, also die waren relativ begeistert von dem, was ich da irgendwann mal gerissen habe. Und das hat mich auch ziemlich gefreut. Deswegen war ich auch ziemlich gerne immer bei den Events in Holland. 5 Jahre dabei, was denkst du, wie lange kannst du noch machen? Gesundheitlich im Augenblick? Ja, steht sich ja nichts aus? Wenn ich mir anschaue, also kaputt ist bis jetzt noch nichts gegangen. Ich hoffe, dabei bleibt es. Und ja, dann. Also ich bin offen für die nächsten 10 Jahre. Ist nach 5 Jahren, außer vielen Erfahrungen, außer vielen Rennen, auch ein bisschen was hängen geblieben, auch finanzieller Natur? Ja, hängen geblieben ist natürlich was, aber ich sag, das Wichtigste, was für mich eigentlich zählt, sind wirklich die sportlichen Erfahrungen, neue Länder zum sehen, andere Städte, die du vielleicht ohne den Sport nicht sehen würdest. Und ja, alles andere, das ist einfach ein Bonus zu dem dazu, sage ich mal, wenn du eine gute Leistung im Rennen bringst. Ein Bonus, der sich schon bemerkbar macht, weil es mehr als vierstellig ist, oder bewegt sich da in kleineren Summen und das ist mehr so eine Art Aufwandsentschädigung? Mei, ich meine, da muss man jetzt, glaube ich, nicht so großartig für dazu sagen. Ich sage, es rentiert sich da hin zum Fahren und wir haben jetzt mal immer ziemlich viel Spaß da drüben. Ja. Was siehst du überhaupt, wenn du sagst, es ist schön, mal an die Länder zu kommen, mal nach Russland, nach Moskau oder nach Quebec oder so, siehst du da ein bisschen mehr außer Hotel und Rennpiste? Ja, ich sag dir erst, also wir reisen meistens am Mittwoch drüben auch, um einfach auch gerade nach Amerika drüben mit der Zeitverschiebung ein bisschen zurechtzukommen, weil sonst stehst du da wieder mitten in der Nacht im Bett drinnen, weißt nicht, was du anfangen sollst und untertags müsstest du eigentlich schlafen, aber wir haben es jetzt ein paar Mal gemacht, dass wir einfach mal nach dem Rennen noch 2-3 Tage woanders hingeflogen sind, New York oder sowas angeschaut, einfach weil es sich einfach auch anbietet, dass du bei so einem langen Flug dann nicht wegen 3 Tagen dann überfliegst. Ihr heißt, das ist ein Kreis aus Fahrern oder hast du, weiß ich, Spätzle mit dabei, Familie mit dabei? Ja, nein, ich habe 2010 habe ich meinen Papa dabei gehabt in Kanada drüben. Da waren wir da noch ein bisschen unterwegs, aber so in der Regel sind wir immer ein paar so deutschsprachige Athleten, also Schweizer, Österreicher, Südtiroler und so. Wir tun uns da meistens immer zusammen, weil wir uns auch recht gut verstehen und schauen immer noch, was sie noch anbieten wird. Eingangs der Sendung haben wir Bodie Miller gesehen, der hatte wirklich das Image, dass er der Partykönig im alpinen Skizirkus ist. Ja. Wie ist es bei euch? Seid ihr welche, die dann nach den Rennen auch wirklich die Party aber so feiern, dass das Eis schmilzt? Nein, also man, wir sind momentan echt auf dem Weg mit der Sportart, das Ganze professioneller zu bringen. Ich meine, dass einmal eine halbe Bier aufgemacht wird, ich meine, da braucht man sich nicht drüber streiten. Also wir sind da nicht in einer Sportart, wo es wirklich zu 150% nur um die Sportart geht. Also ich glaube, da darf man schon einmal eine halbe Bier danach trinken, aber also ja, das muss man mittlerweile auch, weil das Niveau einfach auch immer mehr steigt von den Events, von den Rennen und so, muss das wirklich ein bisschen begrenzen. Ja. Spitzname auf einem alten Lebenslauf von 2010, aber wir sehen, war damals noch Keule oder Destroyer, also Zerstörer. Den hast du über die Jahre gerettet oder der ist dann mal irgendwann verloren gegangen? Ja, was heißt gerettet? Der Spitzname Destroyer, mehr oder weniger, der ist irgendwann einmal in der Schule geflogen, also nur in der Hauptschule, genauso wie mein anderer Spitzname, aber mit dem Destroyer hat es eigentlich mehr auf sich gehabt, dass ich gerne mal irgendwelche Sachen kaputt mache aus, ja, Dusseligkeit. Bisher scheint sich die Tollpatschigkeit beim Crash-Eis nicht so negativ ausgewirkt zu haben. Martin, ich drück dir die Daumen für die nächsten Events. Danke. Ich hoffe, wir kriegen dann wieder Bilder von dir, von Läufen, bei denen du weiterkommst, möglichst natürlich mal wieder ins Finale. Und da würde mich freuen, wenn ich dich dann mal wieder sehe, den Pokal hochstemmen. Das wäre eine runde Geschichte. dann kommst du wieder her. Völlig gerne. Danke, dass du heute Zeit genommen hast. Gerne. Der 44. Ball des Sports, er wurde in Wiesbaden, ich möchte sagen, zelebriert. 1800 Gäste waren dort, wie es immer so schön heißt, aus Sport, Politik und Wirtschaft. Und der FC Bayern hat dann auch noch eine kleine Überraschung präsentiert, aber wir zeigen mal so ein bisschen einen Überblick über diesen Ball des Sports. Der Ball des Sports, ein Abend der Sprünge. Egal ob auf Skiern,
mit den eigenen Beinen oder mit dem Stab. Ein Treffpunkt für Generationen des Sports. Man fühlt nochmal irgendwie so die Zeit so zurückversetzt. Das ist so ganz komisch. Also eigentlich war ich immer so die Junge und jetzt sieht man so und man sieht so junge Athleten vor sich und denkt, ach Gott, die haben das alles noch vor sich. So, man könnte selber aus dem Nähkästchen plaudern, was man dann aber eigentlich gar nicht will, weil jeder muss seine Erfahrung irgendwie selbst machen. Eine hohe sechsstellige Summe kommt beim größten Sportbenefizball Europas zusammen. Alles für die rund 3.800 von der Sporthilfe geförderten Athleten. Es ist eine sehr große Ehre, für mich als Sportler auch bei so einem großen Event eingeladen zu sein. Es ist ganz toll, sich auch ab und zu mal ein bisschen in ein schickes Kleid werfen zu dürfen und eben die Trainingshose mal zur Seite legen zu können. Irgendwann fiel mir dann heute früh nicht ein, meine Manschettenknöpfe einzupacken. Das macht man als Sportler nicht. Was dabei rauskam, ist aus einem Türschild mit einem Gummiband gebastelt die MacGyver-Variante und bin da sehr stolz drauf. Hochdekorierte Sportler mal nicht als strahlende Medaillengewinner, sondern als Partygäste in Abendgarderobe. Im Mittelpunkt stehen Spaß und der gute Zweck für die Stiftung Deutsche Sporthilfe. Das ist der wichtigste Tag im Jahr. Es ist der Tag, um Danke zu sagen und aber auch aufzufordern, bei der Sporthilfe dabei zu bleiben. Es ist außerdem das größte Treffen, private Treffen deutscher Unternehmensführer. 350 Vorstände, Geschäftsführer deutscher Unternehmen sind hier. Also es ist der Abend unser Schaufenster, unsere Möglichkeit, unser Anliegen an die Leute heranzutragen. Eine besondere Aktion hat sich der FC Bayern einfallen lassen. Zugunsten der Sporthilfe kann sich jeder Fan für 129 Euro auf einem Sondertrikot verewigen, in dem der Rekordmeister gegen Leverkusen aufläuft. Der gesamte Ball des Sports ist ein Treffpunkt für Sportler und Unterstützer aus Politik und Wirtschaft. Ein Erlebnisparcours quer durch die Welt des Sports. Der Ball des Sports ist ein feiner Ball, aber er ist nicht so hochgestochen wie andere Bälle, sondern hier wird fröhlich gefeiert, es geht hier locker zu, die Menschen sind nett. Man begegnet sich auf Augenhöhe. Deutlich über Augenhöhe liegt der 5 Meter und 10 hohe Stab Hochsprung von Carsten Diller mitten zwischen den knapp 2000 Ballgästen. Auf dem Boden eröffnete die Prominenz ganz offiziell den Ball, was der für den Sport zuständige Innenminister Thomas de Maizière gemeinsam mit Fecht-Olympiasiegerin Britta Heidemann hier präsentiert, fällt wohl getrost unter die Redewendung eine Kesse Sohle aufs Parkett legen. Feiern wollten auch die Frauen des Münchner Sportclubs. Sie waren qualifiziert für die Endrunde der Deutschen Hallenmeisterschaft in Hamburg. Sie waren auch dort und sie haben auch gespielt. Einmal. Und da war der Traum geplatzt von der Meisterschaft. Trotz alledem, sie sind da. Herzlich willkommen. Zwei Spielerinnen vom MSC. Rebecca Landshut, herzlich willkommen. Und Elisabeth Eli, hat sie gerade gesagt, möchte sie lieber genannt werden. Kirschbaum, herzlich willkommen. Hallo. Ja, habt ihr eine Frustfeier im Anschluss gemacht, weil das Finale am Sonntag, ja, das war ja dann verpasst. Ja, blieb ja irgendwie leider nichts anderes übrig. Der Flug ging erst Sonntagabend nach Hause, deswegen mussten wir den Samstag irgendwie schön trinken. Ja, es gibt Schlimmeres, um nach einer Niederlage den Abend rumzubringen. Ja, aber es gibt auch Schöneres, wenn man zu einer Deutschen fährt, als Samstagabend auf die Turnierfeier zu müssen. 6:12 Niederlage. Was kann man da noch vielleicht positiv dran machen, dass ihr 6 Tore geschossen habt? Ich glaube auch nicht, dass, also wir haben einfach die ganze Saison anders gespielt, wir haben die ganze Saison anders verteidigt, anders angegriffen und es ist dann schwer, wenn man weiß, dass es eigentlich an einem selber lag und nicht, dass der Gegner wirklich viel stärker war. Was war los an dem Tag? Weil die Hallensaison bis dahin lief super, im Viertelfinale habt ihr 10:5 gewonnen, da haben alle gedacht, okay, dies Jahr, ihr gehört immer so mit zum Kreis der Favoriten, dieser machen sie es wahr und dann, tja, 6:12. Ich glaube, das Ergebnis spiegelt jetzt den Spielverlauf nicht ganz wider. Also wenn man hinten liegt im K.O.-Spiel, muss man irgendwann nach vorne und ins Pressing gehen und ist hinten einfach sehr offen. Dadurch kassieren wir am Ende, also die haben schon mal auch mit 6 Toren geführt, ich glaube 10:4 haben die geführt. Dann kommen wir noch auf 10:6 ran und müssen halt einfach die ganze Zeit pressen, um irgendwie noch den Ausgleich zu schaffen und in die Verlängerung zu kommen. Und dann kassieren wir auch noch 2 Tore. Ich glaube, das Spiel war trotzdem spannend. Es war jetzt kein schlechtes Spiel, es war einfach nur von dem, was wir die ganze Saison über gespielt haben, nicht unser stärkstes Spiel. Ihr habt verloren gegen den Club an der Alster, die wiederum im Finale dann verloren haben gegen den UHC, also Uhlenhorster HC aus Hamburg. Dir bestens bekannt, du kommst aus Hamburg, hast jahrelang dort gespielt. Sind das so die Top-Vereine, auch was die Halle betrifft?
Also Alster ist schon ein paar Mal Meister geworden. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Wir haben sehr gute Einzelspieler. UAC mittlerweile auch ein sehr, sehr guter Verein. Das ist jetzt schwer zu sagen, weil wir dieses Jahr das erste Mal Hockey 5 gespielt haben, sprich mit einem Feldspieler weniger. Und da wusste keiner so richtig, wie das taktisch und technisch auf- und angenommen wird. Deswegen glaube ich, war es schwer zu sagen, wer dieses Jahr jetzt wirklich als Favorit reingeht. Ich meine, BHC aus Berlin ist auch eine sehr, sehr gute Heimmannschaft und die sind im Viertelfinale zu Hause rausgeflogen. Ich glaube, deswegen ist es schwer, dieses Jahr so eine Prognose abzugeben, wer jetzt wirklich Favorit war bei der Deutschen. Hockey 5 heißt, das ist eine neue Regelung, die es gibt. Warum? Generell, um Hockey attraktiver zu machen, weil Hockey beim IOC auf der Kippe stand, zu den Olympischen Spielen zugelassen zu werden. Und dadurch musste sich die internationale Hockey, also Federation, musste sich dadurch neue Regelungen überlegen, wie man Hockey attraktiver macht, mehr Zuschauer binden kann. Und dann kam halt Hockey 5 raus. Aber was ist jetzt daran attraktiver, ob jetzt 6 Feldspieler oder Spielerinnen oder 5 sind? Sie haben sich halt erhofft, dass mehr Tore fallen, dass es ein offeneres Spiel wird. In dem Spiel hat es ja zum Teil geklappt. Nee, also ich habe jetzt, ich meine, das ist die erste Saison, es gibt glaube ich auch noch keine Statistik, aber ich glaube nicht, dass insgesamt mehr Tore gefallen sind, weil das Problem ist, mit 4 Feldspielern kannst du die Hallenfläche nicht mehr im Raum verteidigen. Das heißt, man zieht sich sehr weit zurück, es ist jetzt eher wie eine Handballdeckung um den eigenen Schusskreis geworden und kein offener Schlagabtausch, was die sich glaube ich eher versprochen hatten. Ich glaube, es sind nicht mehr und nicht weniger Tore gefallen als mit 5 Feldspielern. Nur die Taktik hat sich halt grundlegend verändert. Wie ist es denn für dich? Ich meine, du bist jetzt eine von den wirklich gestandenen Spielerinnen. Ich verwende extra nicht das Wort älteren. Und hast ja in der Halle immer brilliert. Halle war ja deine Stärke. Was ist jetzt dann für dich jetzt anders? Musst du dich komplett nochmal auf ein neues Spiel einstellen, auf eine neue Taktik und die in den Jahren zuvor völlig anders war? Ja, das mussten wir ja alle. Also für mich, für den Spielertypen, der ich bin, war es eine ziemliche Umstellung. Da haben die Trainer auch am Anfang sehr viel mit mir gearbeitet und immer gesagt, geduldiger spielen, weil jetzt ist eben wirklich, ich bin jemand, der sich den Ball gern hinten abholt und dann viel, viel läuft, ein bisschen dribbelt und irgendwie dynamisch dann mal ein bisschen nach vorne läuft. Und das gibt es jetzt halt nicht mehr. Jetzt wird halt wirklich sehr geduldig gepasst und man muss genau gucken, wann habe ich den Gegner so in Bewegung gebracht, dass eine Lücke da ist, um auch mal in den Kreis reinzukommen. Und ja, für mich war es eine Umstellung und ich hätte lieber mit 5 Feldspielern gespielt, aber insgesamt haben wir es mit der Mannschaft eigentlich gut angenommen und auch gut umgesetzt. Wir haben jetzt ja auch bis zum Halbfinale kein Spiel verloren. Also so schlecht können wir es nicht gemacht haben. Seid ihr trotzdem unterm Strich zufrieden? Ihr wart wieder dabei, wieder in der Endrunde. Von daher könnt ihr sagen, ihr habt A, natürlich Hockey, auch Hockey München gut vertreten. Grob mit der Saison sind wir zufrieden, aber so langsam wäre schon mal dran, Halbfinale zu gewinnen, nachdem wir im Feld ja auch schon im Halbfinale bitter ausgeschieden sind. Wäre es jetzt langsam an der Zeit, dass wir auch mal übers Halbfinale hinauskommen. Machen die anderen schon Witze, dass ihr gern gesehene Gegner im Halbfinale seid? Ja, ich glaube ein bisschen schon, aber dieses Jahr waren wir ja bis dahin die einzige Mannschaft, die auf der Endrunde ungeschlagen war. Und ich denke, dass man nicht gerne gegen uns gespielt hat, zumal wir als einzige Mannschaft eigentlich konsequent mit 5 Leuten im Angriff angegriffen haben und den Torwart rausgenommen haben, denke ich, dass wir trotzdem unangenehm zu spielen waren und nicht, dass es heißt, München ist hier, ist einfach zu schlagen, die verlieren das Halbfinale sowieso. Du bist die Frau für die Halle, spielst nicht in der Feldsaison. Mir ist nämlich aufgefallen, als ich auf der Homepage war, habe ich mir den Kader angeschaut, um ein paar Informationen mir so rauszuziehen. Da ist auch dein Bild gar nicht dabei. Gibt's einen extra Hallenkader oder bist es nur du, die quasi dann zur Halle noch mit dazukommt? Nur ich. Aber also ich bin ja schon ein bisschen älter und es war mir dann irgendwann neben dem Job zu viel, 5 Tage die Woche auf dem Hockeyplatz zu stehen. Und nach 15 Jahren erste Dame war irgendwie so der Punkt, wo ich gesagt habe, mir reicht's jetzt. Und die Hallensaison ist eben nur 2 Monate lang und ist das, was ich auch besser kann. Und da hat es mich jetzt in den letzten 2 Jahre immer wieder gejuckt, doch nochmal zu spielen. Habe dann meinem Trainer angefragt, ob noch ein Plätzchen da ist, wenn ich mich anstrenge. Der schreit freudeschallend, hurra. Naja, ich muss mich ja auch wie alle anderen beweisen. Bislang ging es noch einigermaßen, aber die Jüngeren kommen jetzt auch langsam zum Zug. Insofern mal gucken. Was sagt ihr denn dann, wenn es damit auf die Hallensaison zugeht und dann heißt, wer Rebecca kommt, oder die alte Schachtel will wieder mitmachen? Oder? Nee, man freut sich immer über sie. Ist hier im Training auch immer gut für ein Späßchen. Und auch sonst neben Platz bringt sie Ruhe und Lockerheit rein mit der Erfahrung. Das ist immer angenehm, mit so einer erfahrenen Spielerin dann auch zusammenzuspielen. Im März geht es weiter, Feldsaison. Ihr seid im Augenblick auf dem 6. Platz. Das ist ganz solides Mittelfeld. Ihr hättet noch vielleicht, wenn es sehr, sehr gut läuft, die Chance reinzurutschen, auch da an die Meisterrunde. Es sind 7 Punkte bis zum 4. Ist es noch schaffbar?
schaffbar ist es, aber man spielt gegen 4 Mannschaften, die vor uns stehen. Da muss man natürlich auf alle Punkte holen. Dann noch gegen Mannschaften, die hinter uns stehen, wo wir in einem Feld in der Hinrunde eben nicht die Punkte geholt haben, wo man dann nur 2 Punkte holt aus 2 Spielen, wo man sagt, man müsste eigentlich 6 Punkte holen, ist natürlich dann schon erstmal eine Aufgabe, die man mitnehmen muss. Was war Saisonziel für die Feldsaison? Halbfinale. Ja. Und dann gewinnt auch noch diese 7 Spiele, die noch sind. Ja, wir werden unser Bestes geben. Also wenn man jetzt den guten Ausgang aus der Halle mitnimmt, dieses Geschlossene, den Schwung, dann ist da schon was machbar, aber man muss halt alle mitziehen, man muss einfach Gas geben und schauen, dass wir das mögliche Quäntchen Glück dabei haben. Dieses Mitziehen, Gas geben, das ist ja eine Sache, die mit hohem Zeitaufwand bei euch verbunden ist. Ihr müsst sehr, sehr viel Training absolvieren. Du hast gesagt, 5-mal die Woche geht einfach beruflich bei dir nicht mehr raus. Du arbeitest auch als Fernsehredakteurin. Du studierst, ist es dann noch leichter unterzubringen? Das heißt, Hockey ist immer noch so für Schüler, für Studenten und sobald das Berufsleben kommt, dann wird es schwierig? Ja, ich denke, das ist, kann man nicht so verallgemeinern, weil man hat ja eine Mannschaft, man ist ja auf alle angewiesen. Das heißt, man muss dann auch schauen, dass alle Zeit haben. Man kann nicht sagen, man trainiert um 4 Uhr nachmittags, weil dann da, sag ich mal, gerade die Schüler oder die Studenten frei haben, sondern muss ja noch, man hat ja einen Verein, man hat nur einen Kunstrasenplatz, man hat da noch die ganzen Jugendmannschaften, sodass man eh erst abends trainieren kann. Und dann ist natürlich auch für Berufstätige, die aus dem Büro kommen, wahrscheinlich schwieriger als für Studenten, die da relativ flexibel mit den Vorlesungen noch umgehen können. Du bist im 3. Semester? Ja. Studierst Sport, Wissenschaft. Geht's danach vielleicht auch mal in den Bereich, dass du sagst, ich will weitermachen und direkt im Sportbereich arbeiten, sei es sogar vielleicht Sportwissenschaften im Hockeybereich, weiß ich nicht, ob die da jemanden einsetzen können in irgendeiner Art und Weise beim Hockeybund? Ja, also im Sportbereich auf alle Fälle, aber die Frage ist halt dann noch, was man dann genau damit macht. Also ob man dann sagt, man geht in die Reha-Richtung oder eventuell dann doch Leistungssport, das ist noch so, steht noch alles ein bisschen in den Sternen. Du wechselst gerade, gehst jetzt wahrscheinlich bald in den Bereich Dokumentationen. Wäre da vielleicht eine Doku über Hockey, vielleicht MSC? Vielleicht sogar über dein eigenes Leben interessant. Es gibt ja doch ein paar interessante Punkte. Du warst, das habe ich nicht gewusst, ich habe das jetzt erst erfahren, du warst die erste jüdische Nationalspielerin. Hat tatsächlich richtig ein bisschen Wellen geschlagen, als es da so weit war in den Medien, dass das überall halt veröffentlicht worden ist. Wusste ich gar nicht, dass das so eine Überraschung dann ist. Ja, ich glaube, das lag daran, dass diese Maccabia, die alle 4 Jahre in Israel stattfindet, vor 4 Jahren das erste Mal eine Damenhockeymannschaft hatte. Und da kommen dann Juden aus ganz Deutschland zusammen. Und da gibt es jetzt auch nicht so viele. Wir waren, glaube 14 Spieler vor 4 Jahren. Dieses Jahr waren wir gerade mal 12. 11 stehen auf dem Platz. Und das ist eben dann von der Qualität her sehr gemischt. Das sind Leute, die haben schon lange gespielt, Leute, die haben gerade angefangen. Ich war dann halt die Nationalspielerin. Und ihr spielt dann gegen wen? Gegen andere jüdische, also jüdische, holländische Nationen, ne? Also sind alles jüdische Mannschaften aus den jeweiligen Nationen und dann wird so eine kleine Olympiade gemacht. Das ist beim Hockey oder allgemein bei Mannschaftssportarten relativ schwer, beim Fußball ist es einfacher. Bei den Damen, beim Damenhockey, Herrenhockey gibt es gar nicht, hatten wir glaube ich 5 Mannschaften, dieses Jahr waren es nur 4 Mannschaften. Spielt man dann irgendwie öfters gegeneinander, muss sich einen kleinen Spielmodus ausdenken. Weil es eben nicht so viele Mannschaften gibt, die wie jetzt bei einer richtigen Olympiade. Warst du dann schon der Star im Team? Ja, wahrscheinlich schon. meine Schwester hat vor 4 Jahren mitgemacht. Die hat mit mir in Hamburg auch bei Alster Bundesliga gespielt. Die war auch sehr gut. Und da sind auch andere Gute dabei. Aber es ist eben ein viel höheres Gefälle, als wenn man jetzt von einer Nationalmannschaft spricht, wo alle auf einem Level sind und die gleichen Voraussetzungen haben. Wird denn diese Maccabiade, wird die außerhalb Israels so richtig wahrgenommen? Es wird, glaube ich, so ein bisschen was berichtet. Auch das ZDF war vor Ort. Und ansonsten gibt es alle 4 Jahre, auch zwischen der Maccabiade in Tel Aviv, gibt es eine EM. Und die ist dann eben in unterschiedlichen europäischen Ländern. Die war jetzt in Wien vor ein paar Jahren. Ist 2015 in Berlin erstmals in Deutschland. Und da wird dann auch so ein bisschen was berichtet, ja. 27. April ist letzter Spieltag der normalen Runde. Dann fängt quasi nochmal dann die Meisterschaftsrunde an. Gibt es danach noch was? Für die Nationalspieler steht dann dieses Jahr die WM an, aber sonst also ist erst wieder im September die neue Hinrunde. Das heißt, ihr müsstet bis April schauen, dass ihr möglichst unter die ersten 4 kommt? Ja, das wäre gut. Und wann ist dann die Endrunde selber? Das erste Maiwochenende. Wo? Ich glaube, wieder in Hamburg. Ach, Hamburg, schwieriges Pflaster. Ja,
Vielleicht beim dritten Mal. Also schön ist, dass ihr es noch mit einem gewissen Humor nehmen könnt, dass ihr nicht so völlig zack den Schläger in die Ecke werft. Ja, deswegen machen wir es ja auch, weil es uns ja doch immer wieder Spaß bringt. Jetzt warten wir mal, wie sich noch die nächsten Spielwochenende entwickeln. Ihr habt ja immer diese Doppelspiele am Wochenende. Und dann mal gucken, ob wir euch dann vielleicht in der Endrunde sehen und dann vielleicht der Sprung ins Finale und sogar da noch der ganz große Turm funktioniert. Für heute erstmal vielen Dank, dass ihr da wart. Und ja, ich drücke die Daumen. Danke. Das war's mit der Sportarena. Wir sehen uns in der kommenden Woche. Servus.